Es ist Donnerstag, der 6. Dezember 2012. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle Drum. Mein Name ist Volker Reusing. Guten Abend. Heute haben wir zwei Themen in der Sendung. Als erstes geht es um das Leistungsschutzrecht. Dort werde ich sprechen mit dem Pressesprecher von Google Deutschland. Danach geht es um die humanitäre Katastrophe im griechischen Gesundheitswesen. Und berichten wir über verschiedene Anzeigen, die beim Internationalen Strafgerichtshof dazu vorliegen. Das Interview mit dem Generalsekretär von Caritas Europa ist leider ausgefallen. Es lag an einem Kommunikationsproblem, dass er noch eine Bestätigung erwartet hat und ist jetzt leider terminlich verhindert. Wir werden versuchen, das Interview nachzuholen. Erst einmal guten Abend. Kommen auch direkt zum ersten Thema, Leistungsschutzrecht. Ich spreche mit Herrn Ralf Bremer, dem Pressesprecher von Google Deutschland. Guten Abend, Herr Bremer. Ja, schönen guten Abend, Herr Reusing. Ja, ich glaube, es war letzte Woche Donnerstag, dass ein Gesetzentwurf zum Leistungsschutzrecht in den Bundestag eingebracht worden ist von der Bundesregierung. Und Google macht eine große Kampagne gegen dieses Leistungsschutzrecht. Warum wenden Sie sich dagegen? Wir halten schon seit 3 Jahren überhaupt nichts von dieser Idee, die ja bekanntlich von den großen deutschen Presseverlagen in dieses Verfahren eingebracht wurde. Der Grund ist sehr einfach. Wir sehen in diesem Eingriff, der mit dem Gesetz verbunden wäre, eine wirkliche Gefahr für das Internet insgesamt. Die Möglichkeit, mit kleinen Links und kleinen Textausschnitten, sogenannten Snippets, auf andere Seiten im Internet zu verlinken, ist ein fundamentaler Bestandteil der Architektur des Internets. Der wird hier angegriffen durch dieses Gesetz und wird gefährdet. Das sehen im Übrigen nicht nur wir so, sondern die Jugendorganisationen aller Parteien. Das sieht das Max-Planck-Institut für Urheberrecht so, das sieht die Deutsche Gesellschaft für Urheberrecht so, das sieht der Bitkom so und so weiter. Die Liste könnte ich ziemlich endlos fortsetzen. Darauf möchten wir hinweisen und die Bürger mit dieser Kampagne informieren. Wir haben uns zu diesem doch ungewöhnlichen Schritt entschlossen, weil leider an dieser Stelle die klassischen Medien, sprich vor allem die gedruckten Zeitungen, als objektive Berichterstatter weitgehend ausfallen. Deshalb dieser ungewöhnliche Schritt von uns selbst. Ich glaube, gelesen zu haben, der Donaukurier ist, glaube ich, auch auf Ihrer Seite. Das ist richtig. Der Donaukurier gehört zu den kleinen Verlagen, die sich schon öffentlich sozusagen getraut haben, hier aus der Phalanx der Verlage auszubrechen und sich dagegen auszusprechen. Welche Folgen hätte das Leistungsschutzrecht denn für Google und für den Umfang? Wie lange dürften die Suchergebnisse noch dargestellt sein? Eine Zeile, zwei Zeilen, nur überschriftenartig? Also es gehört zu den vielen Merkwürdigkeiten um dieses Leistungsschutzrecht, dass solche Dinge noch überhaupt nicht absehbar sind. Es ist weder der Schutzgegenstand genau definiert, noch ist es absehbar, wie genau die Grenze gezogen wird, wer letztlich sozusagen der Betroffene wäre, welche Gruppe von Anbietern. Und es ist auch sehr schwer zu definieren, wer am Ende zu den Begünstigten dieses Leistungsschutzrechts zählen würde. Im Moment im Gesetzentwurf vorhandene Definition ist an diesen Stellen noch sehr vage und wir gehen eigentlich davon aus, dass sich das Gesetz, wenn es denn überhaupt kommt, wir hoffen natürlich, dass es nicht kommt, noch mehrmals ändern wird. Und deswegen ist es überhaupt nicht absehbar, inwieweit Google und andere Suchmaschinen da betroffen wären und was die konkreten Folgen für uns wären. Ich habe mir den Gesetzentwurf angeschaut. Sind ja wenige Paragraphen, wie das Urheberrechtsgesetz da ergänzt werden soll. Da gibt es ja einen Paragraphen 87g Absatz 4. Da steht ja etwas von gewerblichen beziehungsweise von Suchmaschinenbetreibern und gewerblichen Anbietern im Internet. Das heißt, auch nicht profitorientierte Suchmaschinenbetreiber scheinen dem Wortlaut nach da ja betroffen zu sein. Ja, also wie gesagt, die genaue Interpretation ist ja auch noch nicht vorgenommen. Selbst das Justizministerium verweist ja schon in manchen Stellungnahmen darauf, dass manches doch danach noch durch die Gerichte zu klären sein wird.
Aber Sie wissen vermutlich, wenn Sie sich mit dem Urheberrecht beschäftigt haben, auch vielleicht besser als ich jetzt, dass gerade der Begriff gewerblich im Urheberrecht schon immer recht umstritten war und auch nicht einheitlich ausgelegt wird. Also es führt da sehr häufig zu Auslegungsstreitereien. Und es gehört eben zu diesen Gefahren, die dieses Gesetz in sich birgt, die Rechtsunsicherheit und die Gefahr, dass wir wirklich mit Rechtsstreitigkeiten Klarheit geschaffen werden muss, wer am Ende betroffen ist. Und das ist mit Sicherheit nicht im Sinne der Nutzer des Internets und derjenigen, die das Internet als solches weiter nutzen müssen, was es ist, ein wunderbares Medium für die Kommunikation, für den Austausch von Meinungen und auch natürlich ein Medium, was Wissen und Informationen für alle Menschen in Sekundenbruchteilen zugänglich macht. Und da sehen wir wirklich die große Gefahr dieses Gesetzes. Wenn dieses und jetzt so wörtlich zu nehmen ist, da werden ja auch Anbieter, zum Beispiel wie Ecosia wahrscheinlich betroffen, die nach eigenen Angaben 80% ihrer Suchmaschineneinnahmen für den Regenwald spenden. Da könnten ja dann auch mehr gemeinnützigkeitsorientierte Suchmaschinen genauso betroffen sein. Das fand ich ziemlich heftig. Das könnte passieren, und wenn Sie mit zum Beispiel Professor Haukapp, dem langjährigen Vorsitzenden der Monopolkommission, sprechen, der ein dezidierter Gegner dieses Leistungsschutzrechts ist. Er ist Ökonom im Übrigen, kein Jurist, und er sagt, die größte Gefahr, die er neben dem Gesetz an sich sieht, ist die Evolution, die dieses Gesetz danach nehmen würde, weil gerade in diesem Bereich Urheberrecht und informationelle Güter gibt es keinen Gesetztatbestand, der, wenn er mal eingeführt war, jemals wieder zurückgenommen wurde, sondern er wurde immer verschärft. Und selbst wenn bestimmte Anbieter im ersten Schritt, es wird ja immer gesagt, Blogger sind ja hier gar nicht betroffen von diesem Gesetz, aber was kommt denn als nächster Schritt? Blogger arbeiten selbstverständlich mit kleinen Textausschnitten und Links und Snippets und sind in gewisser Weise auch kommerziell. Es bedarf wahrscheinlich nur einer kleinen Ergänzung des jetzt vorliegenden Entwurfs und Blogger sind plötzlich trotzdem wieder mit erfasst und müssten für jeden kleinsten Textausriss von Verlagsinhalten plötzlich mit den Verlagen in Lizenzverhandlungen treten. Wohlgemerkt, man muss das ja noch mal ganz klar sagen, all diese Seiten, von denen wir hier reden, auf denen zum Beispiel Google und andere Suchmaschinen verlinkt, werden von den Verlagen freiwillig ins Netz gestellt und die Verlage optimieren ihre Seiten sogar gerade dazu, um von Suchmaschinen besser gefunden zu werden. Es wäre ein leichtes, wenn die Verlage das nicht wünschen, sich sozusagen bei Google und anderen Suchmaschinen individuell abzumelden. Also hier bei diesem Gesetz wird wirklich die normale marktwirtschaftliche Logik auf den Kopf gestellt und auch deshalb sind wir so dezidiert gegen diese Idee. Jetzt gibt es ja auch viele Blogger, die zum Beispiel Werbung bei Google schalten, wenn halt Artikel viel gelesen werden, dass dann sie eine Chance haben, dass sie eben auch an Google Werbeeinnahmen partizipieren können. Wäre dann möglicherweise allein schon die Chance auf Werbeeinnahmen gewerblich oder erst wenn tatsächlich Einnahmen erzielt werden oder gibt es da möglicherweise Kleinbetragsgrenzen? Haben Sie da Erfahrung, wie das bisher gehandhabt wird? Also, ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden. Also Werbeerlöse mit Google erzielen ja zum Beispiel auch die großen Presseverlage, indem wir den Verlagen dabei helfen, ihre eigenen Seiten werblich zu vermarkten. Da schütten wir weltweit jährlich 7 Milliarden US-Dollar an zum Beispiel die Presseverlage und andere Publisher im Netz aus. Was die Blogger und Journalisten und Autoren angeht, auch diese Gruppe ist, das ist vollkommen richtig, was Sie sagen, Herr Reusing, natürlich in gewisser Weise auch darauf angewiesen, möglicherweise sogar noch stärker als die Verlage, dass durch Suchmaschinen wie Google auf ihre Inhalte verlinkt wird, weil sie natürlich ein Interesse daran haben, dass ihre Texte gelesen werden, dass Leser auf ihre eigenen Blogs, auf ihre eigenen Seiten kommen, weil Journalisten und Autoren natürlich gerne möchten, dass sie wahrgenommen werden mit ihren Inhalten, die sie ja in ihrer wertvollen Arbeitszeit sozusagen Kraft ihres Geistes und ihrer Recherchen dann erbringen. Und in gewisser Weise läuft dieses Leistungsschutzrecht natürlich diesem Interesse der Autoren zuwider, weil Verlage möglicherweise, die sich
bestimmte Rechte von Autoren haben abtreten lassen, können dann möglicherweise dazwischen funken und auf Grundlage des Leistungsschutzrechts verhindern, dass weiterhin auf die Texte der Autoren verlinkt wird, obwohl die Autoren sich gerade dieses wünschen würden. Also ein weiteres großes Problem, was mit diesem Gesetz verbunden ist. Jetzt gibt es ja auch diese alternativen Internet-Nachrichtenagenturen und wo man ja eben auch Snippets findet. Ja. Und das heißt, die dürften dann nur noch von vollkommen nicht kommerziellen Blogs, dürften die dann überhaupt noch Dinge über ihren Ticker laufen lassen. Also wenn ein Blog ein bisschen Google-Werbung hat, egal ob es so viel ist, dass er von Werbeeinnahmen partizipiert, wäre der möglicherweise gewerblich und dürfte dann nicht mehr bei den Internet-Nachrichtenagenturen gebracht werden, wenn die sicher gehen wollen. Oder sind es ausschließlich Entschuldigung, sind ja nur Verlagsinhalte dadurch geschützt? Ja, aber das ist ja auch schon die Frage, was ist denn ein Verlag? Es wurde ja auch sozusagen von den bekannten Bloggern dieses Landes, Mario Sixtus und Sascha Lobo, wurde ja schon im Scherz der Vorschlag Das heißt, gemacht, man könnte ja doch einfach dann einen Verlag gründen und selbst als Verlagsanbieter auftreten, um auch in den Genuss des Leistungsschutzrechts zu kommen. Aber hinter diesem Scherz steckt natürlich der richtige Gedanke, wer definiert das denn? Was ein durch das Leistungsschutzrecht schützenswerter Anbieter ist. Und warum fällt zum Beispiel Wikipedia nicht unter ein Leistungsschutzrecht? In den Google-Suchergebnissen sind nach externen Studien ist der Anteil der Seiten, die von Wikipedia kommen, ungefähr genauso groß wie der Anteil aller Seiten aller deutschen Presseverlage zusammen. Warum soll diese Klientel eine Sonderrolle bekommen? Warum soll dann nicht zum Beispiel auch ein Anbieter wie Wikipedia sagen, wir möchten auch ein Leistungsschutzrecht für unsere Inhalte haben? Warum sind unsere Inhalte weniger wert? Also Fragen über Fragen, die mit diesem Gesetz verbunden sind. und wenn ich das die Formulierung richtig verstanden habe, soll das bei kommerziellen Anbietern im Internet und bei Suchmaschinen soll das gelten und auch das normale Zitatrecht würde damit ausgehebelt. Da könnten nur noch nicht kommerzielle Veröffentlicher im Internet überhaupt noch das normale Zitatrecht in Anspruch nehmen. Also beim Zitatrecht habe ich mich jetzt auch nochmal extra bei unseren eigenen Juristen schlau gemacht. Das Zitatrecht im engen Sinne wird durch das Leistungsschutzrecht offenbar nicht ausgehebelt. Da gibt es natürlich auch sehr hohe Hürden, die da von unserer Verfassung gesetzt werden. Allerdings wird das Zitatrecht zumindest erschwert oder eben auch mit Rechtsunsicherheiten behaftet, weil eben, das ist die Besonderheit dieses Leistungsschutzrechts schon, kleine Textauszüge sozusagen einen eigenen Schutz bekommen. Und wer dort die Grenzen dann am Ende ziehen will, wir wissen es nicht. Was würde denn mit dem Leistungsschutzrecht aus RSS-Feeds werden? Da müsste man wahrscheinlich auch schauen, dass da nichts zitiert ist von einem kommerziellen Verlag. Also das ist auch noch schwer zu sagen. Grundsätzlich werden RSS-Feeds natürlich erfasst, weil es eben um Kleinstbestandteile von Presseerzeugnissen, also wirkliche Te Textfetzen geht. Wenn RSS-Feeds natürlich von den Verlegern selbst bereitgestellt werden, wäre wohl davon auszugehen, dass sie sozusagen einwilligen, müssten aber möglicherweise dann trotzdem zahlen. Aber erfasst werden natürlich auch andere Dienste dieser Art. Ist Ihnen etwas bekannt, wie der zeitliche Anwendungsbereich sein soll? Ist ja oft so etwas mit Vertrauensschutz aufgrund der Rechtsstaatlichkeit, dass man rückwirkende Gesetze ja auf kritisch sehen kann, dass es möglicherweise verfassungswidrig sein könnte. Ich stelle mir das so vor, dass hinterher vielleicht wenn das einmal in Kraft wäre, ein Verlag gar nicht mehr unbedingt nachvollziehen könnte. Wenn jetzt, sagen wir, ein Blogger, der eben auf seiner Seite auch etwas Werbung geschaltet hat, damit vielleicht kommerziell wäre, einen alten Artikel zitiert, der im Internet veröffentlicht wurde vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, aber ihn eben später zitiert, da kann man, glaube ich, kaum nachhalten mit der zeitlichen Anwendung.
Ich glaube, eins kann man sicher sagen, wenn dieses Gesetz kommt, wird es ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für Rechtsanwaltskanzleien. Vielleicht ist das ja auch, ist es ja auch mit als AWM für Rechtsanwaltskanzleien gedacht, vielleicht nicht in erster Linie. Wer weiß, fragen Sie mal nach bei den Verlagen, wie es gedacht ist. Ich habe in der Taz, habe ich gelesen, dass ein Vertreter des Springer Verlags eben sehr stark für das Leistungsschutzrecht wirbt, aber soweit ich verstanden habe, in der Eigenschaft, in einer Position für den Bund Deutscher Zeitungsverleger. Gibt es andere Verlage, die für sich als Verlag stark für dieses Leistungsschutzrecht werben? Das ist eine Frage, die für mich jetzt nicht so ganz einfach zu beantworten ist. Also die nach unserer Beobachtung, wir sind natürlich auch Partei in dieser Diskussion, ist es schon so, dass es vor allem von den großen Verlagshäusern dieses Landes getrieben wird, dieses Thema. Kleine Verlage sind eher skeptisch, aber auch in den großen Verlagen gibt es viele, die sehr skeptisch gegenüber diesem Gesetz sind, weil sie wissen, dass natürlich sie in gewisser Weise sich auch hier ins eigene Fleisch schneiden, weil sie natürlich mit diesem Eingriff riskieren, nicht mehr so leicht mit ihren Seiten im Netz gefunden zu werden, nicht mehr so oft verlinkt zu werden und damit letztlich auch natürlich eigene Möglichkeiten, wirklich Geld zu verdienen und mit Lesern in Kontakt zu treten, verlieren. Was uns aber tatsächlich Sorgen bereitet, und da spreche ich jetzt wohlgemerkt nicht nur als Google-Vertreter, sondern auch als Bürger, dass die Presse in diesem speziellen Fall, gerade auch zu beobachten in der vergangenen Woche, hier ihre eigentlich erwartete Objektivität doch ein ganz gehöriges Stück verliert, weil es hier offenbar um ein Eigeninteresse geht und das sich auch in der Berichterstattung niederschlägt. Also die Berichterstattung der vergangenen Woche ist eindeutig gegen Google gerichtet. Man lässt unliebsame Fakten zum Thema weg und das ist leider durch die gesamte Verlagspresse hindurch zu beobachten. Wortmeldungen wie zum Beispiel vom Max-Planck-Institut für Immaterialgüterrecht, also ausführliche Stellungnahmen, die dieses Gesetz ablehnen, werden in den wesentlichen deutschen Tageszeitungen nicht erwähnt. Das ist ein Vorgang, der ist, glaube ich, ziemlich einmalig, dass hier tatsächlich von der deutschen Verlagspresse in einer Art Gruppe ein Thema einseitig im eigenen Interesse einseitig dargestellt wird. Und das besorgt uns schon. Das ist ja jetzt ein deutsches Urheberrechtsgesetz. Wenn ich das richtig verstehe, schützt es deutsche Verlage, schützt es die deutschen Verlage nur vor Leuten oder vor Firmen mit Sitz in Deutschland oder die ihre Internetseite in Deutschland hosten lassen oder wären auch kommerzielle Anbieter im Ausland betroffen, wenn sie Inhalte deutscher Verlage, die deutsche Verlage im Internet publiziert haben, zitieren? Also das ist auch nach Auskunft unserer eigenen Juristen von niemandem bis jetzt richtig durchdacht worden. Also es ist wirklich die Frage, wie bei grenzüberschreitenden Sachverhalten das Leistungsschutzrecht gelten sollte. Zum Beispiel, wie ist es denn bei ausländischen Presseerzeugnissen, die in Deutschland angeboten werden? Das deutsche Urheberrechtsgesetz ist da auf jeden Fall an der Stelle noch nicht klar. Ich sehe da möglicherweise auch eine Zensurgefahr, wenn man muss ja einer nur zuerst über ein Thema berichten und kann anderer Berichterstattung durch andere erschweren, weil sie ihn nicht zitieren dürfen. Die Möglichkeit besteht ja. Was tut Google denn jetzt außer beim Leistungsschutzrecht sonst für Meinungs- und Pressefreiheit? Also, ich denke, man darf sagen, dass wir mit unseren Diensten insgesamt natürlich, das ist ja quasi der Kern unserer Idee zur Kommunikation im Netz, aber eben auch zum Austausch von Wissen und Informationen beitragen. Also das, was ja eigentlich die Grundlage für Meinungs- und Pressefreiheit ist, sind natürlich Dienste, die beides ermöglichen. Also denken Sie nur an die Suche selbst, die also eine schnelle und sichere und hoffentlich immer relevante Recherche
für Journalisten ermöglicht, an YouTube, was durch seine inzwischen breite Akzeptanz auch natürlich Normalbürger in die Lage versetzt, mit Hilfe von Augenzeugenberichten vor Ort sozusagen also gerade in Krisenregionen auch zu einer Erweiterung des Meinungsspektrums beizutragen, unsere Landkarten, Google Maps, unsere E-Mail-Dienste mit Gmail, Google Plus, mit Videokonferenzen neuerdings, mit Hangouts. Das sind alles Dienste, die natürlich, glaube ich, schon dazu dienen, die Meinungs- und Pressefreiheit voranzubringen und zu schützen. Und diese Dienste können natürlich von Journalisten, aber auch von jedem Bürger kostenlos genutzt werden. Wir sind aber durchaus auch immer wieder auch dabei, in Krisensituationen nochmal besondere Anstrengungen selbst zu unternehmen. Zum Beispiel bei der Tsunami-Katastrophe in Japan haben wir ein eigenes Team eingesetzt, um einen sogenannten People Finder aufzusetzen, ein Online-System mit Landkarten, bei dem vermisste Angehörige gefunden werden konnten. Und bei den politischen Unruhen im Mittleren Osten, gerade in Ägypten oder auch aktuell in Syrien, wenn Regierungen das Internet außer Kraft setzen, damit natürlich ein wichtiges Instrument für Meinungsfreiheit außer Kraft setzen, haben wir zum Beispiel gemeinsam mit Twitter ein System entwickelt, das nennt sich Speak to Tweet. Das ist also eine Art Sprachübersetzer, der mit dem Handy funktioniert. Sie können in ihr Handy Botschaften sprechen, die dann aber weltweit ins Netz versendet werden, um dort sozusagen die Berichterstattung aus solchen Regionen auch bei Abschaltung des Internets durch das jeweilige Regime trotzdem noch zu gewährleisten. Also insofern, was diese Projekte deutlich machen, wir fühlen uns dem natürlich verpflichtet, diesen Werten. Natürlich sind wir auch ein erfolgreiches Unternehmen und natürlich auch ein Unternehmen, an der Börse notiert ist und auch Geld verdienen muss, aber dennoch sind bestimmte sozusagen Werte, die wirklich für alle Menschen wichtig sind, wie Meinungs- und Pressefreiheit, sozusagen auch sozusagen Kern der Google-DNA und werden also auch von den Mitarbeitern, aber natürlich hoffentlich auch von unseren Produkten sozusagen gelebt. Stellen Sie sich genauso schützend auch vor die Freiheit des Internets, wie Sie es im Mittleren Osten tun, in Ägypten tun, auch wenn hier im Westen die Freiheit des Internets bedroht ist, wenn hier Zensurbestrebungen sind, USA oder Europa. Davon können Sie fest ausgehen. Wir haben seit einigen Jahren einen eigenen, ja, Berichtedienst, will ich es mal nennen, das nennt sich der Transparency Report von Google. Darin wird aufgelistet, in welchen Ländern, in welchem Umfang Versuche von Regierungen unternommen werden, Ergebnisse in den Google-Seiten zu beeinflussen. Das ist der eine Teil. Und wir weisen darauf hin, in welchen Ländern, in welchem Umfang Regierungen Anträge an Google richten, Nutzerdaten herauszugeben. Das machen wir völlig transparent. Da sind in der Tat in den letzten Jahren auch in westlichen Ländern in doch etwas beunruhigendem Maße ist ein Anstieg von Anträgen an Google zu verzeichnen. Wir prüfen jeden dieser Anträge extrem genau und wir versuchen auch alles, uns im Zweifel immer für die Meinungsfreiheit zu entscheiden und diese Anträge, soweit es geht, abzuwehren. Aber natürlich sind wir am Ende schon verpflichtet, rechtsstaatlich verpflichtet, wenn Gerichte uns bitten, bestimmte Inhalte aus den Ergebnissen, Inhalte zu entfernen, kommen wir dem natürlich nach. Aber das ist wirklich die maximale Hürde, die wir da setzen, ohne einen Gerichtsbeschluss. Geht sozusagen nichts bei uns. Diese Hürde setzen wir uns und da wird wirklich sehr, sehr genau drauf geachtet. Ja, ich möchte nochmal zum Leistungsschutzrecht zurechtkommen. Jetzt haben ja zurückkommen, Entschuldigung. Jetzt haben ja auch Verlage viel Geld investiert, auch in ihr Internetangebot.
Wie könnten die Verlage es denn besser machen, auf eine fairere oder ausgewogenere oder rechtsklarere Art und Weise, dass sie sich für ihre Internetangebote bis zu einem gewissen Grad auch bezahlen lassen? Ich glaube, dass einige Verlage hier schon sehr gute Wege gefunden haben, wenn sie gerade nach Großbritannien sehen, was dort der Guardian macht, oder auch nach in die USA, was die New York Times macht. Hier sind schon sehr erfolgreiche Geschäftsmodelle im Internet etabliert und im Übrigen auch der Axel Springer Verlag, der hier so sehr stark sich fürs Leistungsschutzrecht stark macht, ist im Digitalgeschäft ausgesprochen erfolgreich. 2011 hat man mehr im Digitalgeschäft erwirtschaftet als im Printbereich. Diese Geschäftsmodelle müssen ausgebaut werden. Es war nun mal schon immer so, dass klassischer Journalismus, Nachrichtenjournalismus, sogenannte harte Nachrichten, waren nicht wirklich alleine finanzierbar, sondern es gab immer Querfinanzierungen, zum Beispiel früher die bekannten Stellenanzeigen in der FAZ, Immobilienanzeigen in der Süddeutschen Zeitung und so weiter. Diese Geschäfte gehen ins Netz, aber auch gerade da sind die Verlage ja auch sehr stark dabei, diese Geschäfte auch im Netz sozusagen für sich zu erobern, um damit insgesamt dieses Geschäftsmodell Journalismus auch in Zukunft sinnvoll zu betreiben. Und Google ist dabei an vielen Stellen für die Verlage ein wichtiger Partner und das werden wir auch in Zukunft sein. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Nothing, but now I got something. You can do it, homie. Got your grind on it. I got the hot music. At last I got magic. You can twist on it. You hear the drums on it. Come on, bounce with it. This is how we ride to it. You got the fist for it. You got the guts for it. You can shine with it, homie. Let me grind with it. I got some body in the club. Come on, keep on dancing to this song. You got them beats and breaks and your booty shaking all night long. Every blow that you give to me, I thought about it constantly. Get a kiss just for free. Baby boy, what you've done to me. Baby girl, let's get it going on. I'ma hit the highway and do it my way. It ain't no game, girl, so I don't play games. I keep it up straight, right up in your face. So make your mind up, cause life is too short. I got the best on, boy, put your belt on. Stop acting all cool like Kanye West, boy. You be riding through the wire and the camera get on fire. You don't want that, no, I don't want that, no. These girls are the pimps and chicks, so slow, slow. Hit the backseat when you're doing the licking, kissing, squeezing. Do the damn thing, man. Daddy in the club, come on. Keep on dancing to this song. You got them beats and breaks and your booty shaking all night long. Every blow that you give to me, I thought about it constantly. Get a kiss just for free. Baby boy, what you've done to me. Sie hören die Sendung Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle 3. Wir kommen nun zu unserem zweiten Thema. Es gibt inzwischen,
wegen der humanitären Katastrophe im griechischen Gesundheitswesen mehrere griechische Strafanzeigen beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Auf eine davon sind wir aufmerksam geworden über den griechischen Blog Hellas Frappé. Dort war ein Bericht über diese griechische Anzeige. Die griechische Anzeige habe ich dann übersetzt ins Deutsche. Es waren 11 Seiten. Georgios Tsangras, der Herausgeber des griechischen Magazins Crash, und dann mit zwei weiteren Journalistenkollegen und einem Politiker von Nea Demokratica hatten diese Anzeige dort beim Internationalen Strafgerichtshof eingereicht. Sie werfen dort vor, dass in Griechenland Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorliegt. Sie haben dort 5 konkrete Personen benannt, und zwar Christine Lagarde als geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Herman van Rompuy als den Präsidenten des Europäischen Rats, des Gremiums der Regierungschefs in der Europäischen Union, José Manuel Barroso, den Präsidenten der EU-Kommission, die deutsche Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und den deutschen Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble. Wir haben erst einmal den Text ins Deutsche übersetzt, damit es auch im deutschen Sprachraum diskutiert werden kann. Dann haben wir gesehen, dort wird sehr gut dargestellt, die Schäden im griechischen Gesundheitswesen und auch die Auslegung von Artikel 7 Römisches Statut Verbrechen gegen die Menschlichkeit erläutert. Und das hat uns dazu bewegt, dass wir selber auch eine Anzeige eingereicht haben, beziehungsweise meine Frau hat sie eingereicht, Sarah Lucia Hasselreusing, die Sie ja vielleicht auch kennen von ihren 8 Verfassungsbeschwerden. Und um die angebliche Euro-Rettung ist auch verlinkt in der Seitenleiste von unserem Politikblog und auch unter Menüpunkt ESM-Tlaige auf Netzwerk Volksentscheid zu finden, die Verfassungsbeschwerden, am 21.11. Aber eine Anzeige gegen Unbekannt. Denn wir sind der Auffassung, dass da so viele Menschen involviert sind in das, was eine humanitäre Katastrophe in Griechenland hervorgerufen hat, dass man noch nicht sagen kann, wer sind die Schuldigen. Wir sind einen anderen Weg gegangen, und von dem, was Herr Tsangras geltend macht, sehen wir einen Buchstaben objektiv, ohne zu sagen, wer die Schuldigen sind, mutmaßlich, erfüllt, nämlich den Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe K. Alle Formen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit haben gemeinsam, dass es ein Angriff gegen eine Zivilbevölkerung ist, haben gemeinsam, dass der, der diesen Angriff begeht, in Kenntnis dieses Angriffs ist und dass so ein Angriff entweder groß angelegt sein muss oder systematisch. Es reicht eins von beiden, groß angelegt oder systematisch. Und der Buchstabe K in dem Artikel 7 Absatz 1, der bezieht sich auf Angriffe, wo Schäden an der Gesundheit verursacht werden. Und wir haben in der Anzeige von Herrn Tsangras gelesen, dass griechische Krebspatienten ohne medikamentöse Versorgung sind, weil sie Medikamente nicht bezahlen können. Wir haben gelesen, dass die Selbstmordrate durch die Arbeitslosigkeit und Angst vor sozialen Abstieg um 45% gestiegen ist. Wir haben gelesen, dass der Hunger gestiegen ist. Und wir haben daraufhin Kontakt aufgenommen mit Frau Spanos vom Blog Hellas Frappé, und sie hat uns mit weiteren Informationen versorgt, Studien, Presseartikel. Und bei unserer Anzeige gegen Unbekannt haben wir diese Schäden im griechischen Gesundheitswesen in Verbindung gesetzt mit Dingen, die wir schon für unsere Verfassungsklagen aus öffentlich zugänglichen Presseartikeln, aber auch vor allem aus dem Memorandum of Understanding, aus den Kreditauflagen gegenüber Griechenland recherchiert hatten. Da gibt es einmal eine Drucksache, auch ins Deutsche übersetzt, für den Bundestag, 17.8731. 17-8731, das waren die Auflagen, die sind dort zu finden unter der Überschrift Memorandum of Understanding in deutscher und englischer Sprache,
die Griechen im Rahmen ihrer Umschuldung bekommen haben im Februar. Und die haben es vor allem gegen das Gesundheitswesen in sich. Nämlich, diese Auflagen verlangen, dass die Arbeitgeberbeiträge zur griechischen Sozialversicherung um 5% gesenkt werden. Und das in einer Rezession, wo sowieso schon mehr Arbeitslosigkeit herrscht, wo sowieso schon die Beitragseinnahmen niedriger sind. Dann wurde verlangt, dass die Sparmaßnahmen vor allem im sozialen Bereich sind. Erst danach bei Behörden und danach erst beim völlig überdimensionierten Rüstungssektor. Und beim sozialen Bereich, wo man die kleinen Renten schonen und Kernbestandteile der Sozialversicherung. Man sagt aber nicht, welche. Das heißt, es ist nichts Konkretes benannt, was man im Gesundheitswesen schonen will. Und was im Gesundheitswesen dann nicht mehr bezahlt werden kann, soll zum Teil durch Betten, aber in Krankenhäusern dann eingespart werden, aber vor allem durch Zuzahlung der Patienten. Und es soll dann im nächsten Jahr, 2013, sogar ein Haushaltsüberschuss in Griechenland erwirtschaftet werden. Und von 4,5% im Vergleich zur Wirtschaftsleistung, zum Bruttoinlandsprodukt. Dazu kommt ja noch, in 2010 wurde ja schon eine Lockerung des Kündigungsschutzes durchgesetzt von der Troika. Das heißt, weniger Arbeitnehmer, weniger Leute, die einzahlen wiederum. Jetzt haben diese Dinge Folgen, also Rezession plus Lockerung, Kündigungsschutz, Arbeitslosigkeit und eben diese Einsparung, vor allem Schwerpunkt Gesundheit, dass die gesetzlichen Krankenkassen so knapp per Kasse sind, dass selbst das, was die Patienten eigentlich nicht selber zahlen müssen, dass sie das Geld dafür vorstrecken müssen. Und zwar vor allem bei Medikamenten, sowohl bei ambulanter medikamentöser Versorgung als auch im Krankenhaus. Und zum Teil müssen die Patienten auch medizinisches Material vorstrecken, die Kosten. Das betrifft Krebspatienten, das betrifft Patienten mit multipler Sklerose. Es sind viele Patientengruppen betroffen. Es betrifft Dialysepatienten, wo Dialysetermine nicht wahrgenommen werden können, weil Dialysefilter fehlen. Und ein Dialysepatient kann nicht allzu lange mit Nierenversagen leben, wenn er allzu lange die Dialyse vorenthalten wird. Da sterben Menschen in Griechenland. Und ja, diese Auflagen, wenn man schwerpunktmäßig im Gesundheitswesen spart, in solchem Ausmaß, das war unseres Erachtens absehbar. Es muss absehbar gewesen sein, dass da Menschen irreparablen gesundheitlichen Schaden nehmen, dass auch Menschen zu sterben drohen. Und deswegen, darin sehen wir eine Systematik. Die weitere Systematik sehen wir darin, man will solch eine Strenge über die kleine Vertragsänderung, Artikel 136 Absatz 3 Satz 2 AEU-Vertrag, nicht nur für diesen Mechanismus EFSF, wo die Griechen ihr Geld herbekommen, Notfallskredite bekommen haben, sondern auch diese Griechenlandhilfe, EFSM, ESM, aber auch für das für die Wirtschaftsregierung, wie Ungleichgewichtsverfahren, Stabilitäts- und Wachstumspakt, haushaltsmäßige Überwachung. Bei all diesen Dingen geht es darum, angeblich will man die Stabilität des Euro-Währungsgebiets als Ganzes sichern, aber in Wirklichkeit geht es, wie wir sowohl in unseren Verfassungsklagen als auch in dieser Anzeige nachgewiesen haben, um die Finanzstabilität des Finanzsektors. In Wirklichkeit will man den Finanzsektor absichern, in dessen Eigenschaft als Gläubiger der Staaten. Die Auflagen will man streng machen, damit man eben genug Geld aus den Staaten rausholt. Und die Strenge, die da gemeint ist, die wiederum ist das einzige Dokument, wo klar mal gesagt worden ist, wie streng es sein soll, ist ein Dokument vom ECOFIN-Rat, das sind die Wirtschafts- und Finanzminister im EU-Ministerrat, 10.05.2010. Dort ist gesagt, dass es streng sein soll, wie in der Praxis des Internationalen Währungsfonds. Und wir sagen jetzt, um herauszufinden, wer ist verantwortlich für die humanitäre Katastrophe, die wir in Griechenland haben, vor allem im Gesundheitswesen, aber wer ist auch verantwortlich für das, was hier droht, für alle Staaten der Eurozone? Denn die Griechen sind ja nicht das einzige Land, was hoch verschuldet ist oder ein hohes Defizit hat oder hohen Gesamtschuldenstand. Einmal muss man schauen, wer hat die Auflagen im Februar gemacht? Die Auflagen bei all diesen Mechanismen wie EFSF, ESM etc. werden entworfen von der EU-Kommission bzw. von dieser formell eingebracht, unterstützt von der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds. Und dann sind es verschiedene Gremien, die darüber beraten. Bei EFSF konkret ist es die Eurogroup Working Group, steht so im EFSF-Rahmenvertrag.
Und diese Eurogroup Working Group sind die Finanzstaatssekretäre, die obersten Finanzbeamten der Staaten, die den Euro haben. Man kann sich vorstellen, wie viele Personen das sind. Oft bekommen die Leute auch noch externe Beratung. Also muss man auch die externen Berater mit in den Blick nehmen. Wer ist dafür verantwortlich, an den Auflagen, die so absehbar das griechische Gesundheitswesen so schwer getroffen haben? Dann die kleine Vertragsänderung. Wer wollte, dass eine Verpflichtung auf die Strenge in das EU-Primärrecht kommt, also mit einem ganz hohen rechtlichen Rang, einem Rang, der über den universellen Menschenrechten steht, der nach Sicht der EU sogar über den Verfassungen steht, was aber die Verfassung längst nicht aller Staaten erlauben, aber dann zumindest vom Rang über dem universellen Menschenrecht auf ein Höchstmaß an Gesundheit stehen würde. Wer wollte mit so einem Rang auf hohen Rang sowohl auf diese Strenge verpflichten, als auch immer neue Mechanismen, um die Banken, die Finanzstabilität des Finanzsektors abzusichern. Die Entstehungsgeschichte dieser Vorschrift, die ja zum Glück noch nicht in Kraft ist, die dürfte auch einiges Aufschluss geben. Und dann, wer hat am 10.05.2010 gewollt, dass es so streng, dass die Finanz- und Wirtschaftsminister sagen, dass die Auflagen streng sein, wie beim Internationalen Währungsfonds in der Praxis sein sollen? Wir haben in dieser Anzeige uns bezogen auf ein Fachbuch von Professor Dr. Michel Chossudowski, einem Wirtschaftswissenschaftler, der sich bei Global Research in Kanada engagiert und der emeritiert ist, hat lange an der Universität von Ottawa gelehrt, wo er eine Menge Beispiele aufzeigt, was ein Übermaß an Auflagen der Internationalen Währungsfonds Staaten angetan hat. Er hat reihenweise Gesundheitswesen in Staaten zerstört, zum Beispiel in den 90er Jahren in Osteuropa, den ehemaligen kommunistischen Staaten, zum Beispiel in Vietnam, auch in den 90er Jahren. Sehr vielen Staaten ist das passiert und der Internationale Währungsfonds hat auch in vielen Staaten für Hunger gesorgt. In unserer Anzeige gegen Unbekannt gehen wir auch ein auf den Hunger in Griechenland, gehen darauf ein, es gibt eine griechische Studie, auf die wir aufmerksam gemacht wurden, aus 2009, die absolute Armutsgrenze wird dort beschrieben, für Personen, die Miete zahlen müssen oder keine Miete und für Haushalte von 1 bis 5 Personen. Und da geht es darum, was ist das Existenzminimum, was ist die absolute Armutsgrenze für die Bedürfnisse Wohnen, Nahrung, Kleidung, Transport. Und da war für Leute, die selber ihre Miete zahlen müssen, war schon der Mindestlohn in Griechenland schon 2009 zu niedrig. Der Mindestlohn, um das abzudecken. Eine der Auflagen der Troika war, den Mindestlohn zu senken. Und es gab auch mehrere Auflagen, um die Renten in Griechenland zu senken. Dann die Lockerung des Kündigungsschutzes 2010. Jetzt 2012 Personalabbau auch im öffentlichen Dienst. Das heißt, die Zahl der Menschen, die sich nicht mehr Wohnung und Nahrung aus eigener Kraft leisten können, ist durch diese Auflagen auch gestiegen. Es ist nur schwerer festzumachen, was durch welches Auflagenpaket geschehen ist und wie viele Menschen waren vorher schon unterernährt, bevor das mit den Auflagen der Troika losging, während es im griechischen Gesundheitswesen sich klar den Auflagen Februar 2012 zuordnen lässt, weil da wirklich da ein Schwerpunkt gesetzt worden ist im griechischen Gesundheitswesen. Deswegen haben wir uns darauf bezogen. Eine Anzeige gegen Unbekannt kann man auch nachlesen. Das ist auch ein Artikel, den wir auf unserem Politikblog veröffentlicht haben, zu finden. Inzwischen ist es auch durch die griechischen Medien gegangen. Und zwar auch wichtig. Einerseits Menschenleben in Griechenland zu retten, das griechische Gesundheitswesen zu retten. Die Leute sollen wenigstens genug Nahrung und medizinische Versorgung haben. Denn die Menschen sind echt. Und Wirtschaftssysteme sind gesellschaftliche Fiktion, die den Menschen auch dienen sollen. Und es geht uns natürlich auch darum, dass das Gleiche nicht nächstes Jahr mit dem nach Inkrafttreten der kleinen Vertragsänderungen in den anderen Ländern auch passiert. Durch die Auflagen der Troika
ist schon in Portugal und Irland hat man schon erheblich das Gesundheitswesen zusammengestrichen, auch wenn die Lage dort mit Griechenland noch nicht vergleichbar ist. Es geht auch um Prävention. Es geht auch, dass die Verpflichtung, bis zur Unmenschlichkeit zu geben, dass diese kleine Vertragsänderung, dass sie nicht einfach so durchkommt und dass es den anderen Staaten nicht auch so ergeht wie derzeit den Griechen. Wie das Ganze jetzt weitergeht, man wird sehen, ob diese Anzeige gegen Unbekannt, da sie thematisch sich ja erheblich überschneidet mit der Anzeige von Herrn Tsangwas und seinen Kollegen, nun mit der griechischen Anzeige zusammenzufassen sein wird oder ob es zwei getrennte sind, dann ist der Internationale Strafgerichtshof, wird er nur komplementär tätig, ergänzend. Das heißt, wenn die eigentlich vom räumlichen Geltungsbereich zuständigen Staaten das selbst verfolgen, insoweit wird er in der Regel nicht tätig. Aber hier ist es ja etwas, das betrifft ganz Europa. Das hat ein riesiges Ausmaß, was hier an humanitäre Katastrophe in den Staaten der Eurozone droht durch diese kleine Vertragsänderung, die eben auf solch eine Strenge verpflichten will, so weit zu gehen, wenn es nötig erscheint, um die Finanzstabilität des Finanzsektors zu sichern, wie es derzeit die Griechen erfahren. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken von dem vielen Zuspruch, den wir bisher in Griechenland bekommen und auch aus Italien inzwischen. Was uns ganz wichtig ist, gleichzeitig sind wir auch Deutsche und es ist uns auch wichtig, dass nicht, wie es teilweise in der griechischen Öffentlichkeit vielleicht wahrgenommen wird, dass unsere Bundeskanzlerin und unser Bundesfinanzminister nicht öffentlich in den Augen der Öffentlichkeit vorverurteilt werden, sondern dass stattdessen das Ganze lückenlos aufgeklärt wird, wer ist für das Übermaß an Strenge verantwortlich, wie es in Griechenland praktiziert wird und wie man es in der kleinen Vertragsänderung für alle Staaten machen will. Und wir können uns kaum vorstellen, dass die Regierungschefs und die Finanzminister von 17 Staaten der Eurozone, dass denen alle, dass die alle die Banken, großen Banken, so viel mehr lieb haben als ihre eigene Bevölkerung, dass sie solch eine Strenge im Zweifel ihrer eigenen Bevölkerung auferlegen wollen, nur um die Banken zu sichern, dass sie wirklich glauben, dass die großen Banken für ihre Staaten systemrelevanter wären als das eigene Volk. Nein, das kann nicht sein. Deswegen ist es auch wichtig, externe Einflüsse genauestens zu untersuchen, auch beratende Einflüsse, insbesondere beratende Einflüsse von größeren Banken, auch genau hinzuschauen, Vertreter von Banken in den Organen, die dort entscheiden, Vertreter von Banken, vielleicht in den Ministerien, da genauestens hinzuschauen. Die Untersuchungen werden sicherlich eine Zeit in Anspruch nehmen. Wir glauben aber, dass es wichtig ist, ein Zeichen zu setzen und mit formellen Untersuchungen bald zu beginnen, damit nicht nach und nach das Gesundheitswesen immer mehr Staaten kaputt geht. Natürlich ist es auch die Nahrungsversorgung, die betroffen ist, wenn Kündigungsschutz gelockert wird, wenn Löhne gesenkt werden, Renten gesenkt werden, Unterstützung für Langzeitarbeitslose deutlich gesenkt oder gar gestrichen wird. Selbstverständlich ist es auch das nur im Gesundheitswesen. Da braucht es Fachpersonal, da braucht es Medikamente, die produziert werden. Das kann man weniger durch Solidarität unter der Bevölkerung ausgleichen als bei der Nahrungsversorgung, wo es Tafeln gibt. Und deswegen ist da die Betroffenheit und die Gefährdung am akutesten. Es wäre toll, wenn vielleicht Leute aus Irland, aus Portugal, Rumänien oder Spanien diese Sendung hören und auch bekannt machen würden, dass es diese Anzeige gegen Unbekannt gibt. Uns ist es auch wichtig, auch die Rolle der EZB bei diesen Auflagen zu betrachten, auch die Rolle von Banken, die beratend sind. Zum Beispiel die Bank Goldman Sachs sagt ja selber, dass sie mehrere Regierungen in der Eurozone berät zur Finanzkrise. Ja, welche Ratschläge gibt sie denn? Gibt sie auch Ratschläge, wie hart die Auflagen sein sollen? Was hat es zu bedeuten, wenn der Chef der Europäischen Zentralbank gleichzeitig von Goldman Sachs kommt und wenn der italienische Regierungschef von Goldman Sachs kommt? Und welche Bedeutung hat es, wenn die deutsche Bundeskanzlerin von Herrn Ackermann
beraten wird, der ehemalige Vorstandschef der Deutschen Bank. Ist er dort im Sinne der Deutschen Bank oder im International Institute of Finance möglicherweise? Oder ist er auch im Bilderberg-Vorbereitungskomitee? Bilderberg ist ein Netzwerk, wo Konzernvertreter zusammenkommen mit Medienvertretern, auch Banken sind da stark vertreten und Politikern. Und bei der Konferenz 2011 in der Schweiz war sie in St. Moritz im Juni. Das war kurz bevor Christine Lagarde zur geschäftsführenden Direktorin des IWF gewählt wurde. Sie war da. Hermann von Rompuy, Präsident des Europäischen Rates, war da. Zwei EU-Kommissare waren auf der Bilderberg-Konferenz. Der damalige Finanzminister von Griechenland, Herr Papakonstantinou, war da. Der damalige wie heutige Finanzminister von Großbritannien, Herr Osborne, war da. Der damalige Finanzminister von Italien war da. Der jetzige SPD-Kanzlerkandidat, Peer Steinbrück, auch ehemaliger deutscher Bundesfinanzminister, war da. Erstaunlicherweise nicht der amtierende deutsche Finanzminister, sondern der jetzige SPD-Kanzlerkandidat. Und die hatten zwei Tagesordnungspunkte, findet man unter bilderbergmeetings.org, die ganz klar sich auf die Finanzkrise beziehen, mit Herausforderungen zum Euro und innovative Lösungen. Und das heißt, sie haben dort über die Finanzkrise gesprochen und die Leute, die auf dieser Bilderberg-Konferenz waren, die zu befragen, was ist da besprochen worden, was ist dort besprochen worden, Bilderberg-Konferenzen sind ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit, besprochen worden dazu, wie hart die Auflagen sein sollen. Auch das wäre eine Aufgabe, der sich der Internationale Strafgerichtshof annehmen sollte. Das heißt, es braucht eine Menge Zeugenbefragung und es braucht natürlich auch Einsicht in Dokumente. Und das wichtig ist auch beim Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dort ist keiner immun, selbst die Mitarbeiter des Internationalen Währungsfonds, die sonst straf- und haftungsrechtlich gegen so gut wie alles immun sind, selbst die müssten sich davor verantworten, selbst Regierungschefs und Präsidenten müssten sich davor verantworten. Und unser Anliegen ist es, dass die Menschen, dass das Gesundheitswesen in Griechenland gerettet wird, dass es in den anderen Staaten der Eurozone bewahrt wird, dass es aufhört, dass man Menschen in den Hunger schickt, nur um noch mehr Geld an die Banken zurückzahlen zu können. Ja, dass diese Dinge möglichst bald und lückenlos aufgeklärt werden. Und es geht ja nicht um den Euro. Es geht um die Finanzstabilität des Finanzsektors. Auch das ist jetzt nicht nur vor dem deutschen Verfassungsgericht bekannt, wie bereits seit Monaten, sondern auch das ist jetzt dem Internationalen Strafgerichtshof bekannt. Und es sind eben nicht ehrenhafte Absichten in der Form, man will die Gemeinschaftswährung retten in erster Linie, sondern wie der Gipfel 24/25/2011 zeigt, die Finanzstabilität ist dort definiert als Stabilität des Finanzsektors. Natürlich nicht nur Großbanken, es geht auch um große Versicherungen, die Staatsanleihen gekauft haben. Und unser Traum, unsere Vision ist, dass diese Finanzkrise, so wie es Recht und Gesetz ist, am Maßstab der Verfassung des Schuldnerlandes gelöst wird und an dem Schuldnerland geltende Menschenrechte in einem fairen Kompromiss. Natürlich haben die Gläubiger ein Recht auf Eigentum, aber ein Recht auf Höchstmaß an Gesundheit einfach beiseite zu wischen, das ist auch nicht okay. Und dieses UNO-Strafrecht ist ja auch auszulegen im Sinne der Menschenrechte der UNO. Und die Menschenrechte der UNO kennen nur bei einem einzigen Artikel ein Höchstmaß ausdrücklich. Und das ist das Recht auf Gesundheit. Das heißt, wenn man sparen muss, ob man bei der Bildung spart, ob man bei der Nahrung spart, ob man bei der Wohnung spart, bei der Gesundheit darf man relativ im Vergleich zu allem anderen am wenigsten sparen. Es sind ja nicht erst wir und die griechischen Anzeigerstatter. Im Jahr 2011 war Cephas Lomina schon in Griechenland. Das ist ein unabhängiger Experte von dem UNO-Menschenrechtsrat und er hat, bevor es die drastischen Einschnitte im Gesundheitswesen gab, damals ging es um Privatisierung und damals ging es um Kürzungen von Renten, Kürzungen für Gehälter, da hat er schon gesagt, dass man die Finanzkrise nicht dauerhaft lösen kann, wenn man die Menschenrechte nicht berücksichtigt. Er meint natürlich die universellen Menschenrechte der UNO, das ist ja sein Zuständigkeitsgebiet.
Und das scheint bei der Troika nicht gehört worden zu sein. Er hat sich ausdrücklich an die Europäische Zentralbank, an die EU-Kommission und an den Internationalen Währungsfonds damit gewandt. Und das war bevor das im Gesundheitswesen überhaupt erst passiert ist. Wenn Sie die Anzeige nachlesen wollen, schauen Sie auf unser Politikblog. Da sind 30 Seiten oder auch auf Netzwerk Volksentscheid, das ist auch gepostet worden, das in Deutsch und in Englisch. Dort finden Sie auch die Anzeige von Herrn Zangwas und seinen Kollegen in Deutsch und in Englisch. Ja, und ich möchte Sie bitten, möglichst vielen Menschen bekannt zu machen. Wir möchten, dass der Druck der Öffentlichkeit so schnell wie möglich, weltweit, so stark wie möglich steigt, damit das aufgeklärt wird. Und es darf niemand vorverurteilt werden. Wir müssen sehen, dass man genug Leute in den Blick nimmt. Was noch wichtig ist, wie Sie uns auch unterstützen können. Es geht ja nicht nur darum, das strafrechtlich aufzuarbeiten, im Sinne von Bestrafung der Schuldigen und Abschreckung. Es geht auch darum, wir wollen durchsetzen, dass es am Maßstab der Menschenrechte und der Grundrechte gelöst wird. Meine Frau und ich haben 2 Jahre erarbeitet an insgesamt 8 Verfassungsklagen, 6 davon am 30.06. eingereicht beim Bundesverfassungsgericht in Deutschland, am 30.06. Und es gibt eine Solidarisierungsaktion auf der Seite netzwerkvolksentscheid.de, menü.esm-Klage. Bisher haben sich vor allem Deutsche solidarisiert, aber auch Italiener, auch Österreicher. Und rufen Sie dazu auf, sich mit den Verfassungsklagen zu solidarisieren. Um das Ganze wirklich einzudämmen, braucht es ganz klar insbesondere ein Verfassungsgerichtsurteil. Das Allerwichtigste, ob Sie die Staaten pleite machen oder nicht, ist nicht das Wichtigste. Das ist schlimm, wenn ein Staat pleite ist. Aber das Wichtigste ist, dass beim Staatsbankrott dieser Kompromiss gezogen wird, am Maßstab der Grundrechte, am Maßstab der Menschenrechte. Das ist der Kern von unseren 718 Seiten, was wir dort geltend machen. Es gibt auch in 2 Seiten eine Kurzzusammenfassung. Solidarisieren Sie sich auf der Internetseite. Auch das hilft, weiteren Schaden zu vermeiden. Und machen Sie die Strafanzeigen bekannt, dass viele Leute davon erfahren, dass es das gibt. Und ja, wir haben es absichtlich gegen unbekannt gemacht, damit auch wirklich lückenlos aufgeklärt wird und damit nicht in der öffentlichen Wahrnehmung irgendjemand vorverurteilt wird. Herzlichen Dank. We should be lovers, tell me what kind of lovers we would be. Finally we should never talk together. In spite of all the sadness of my tears, my heart resists itself as a stone.